Scheiße. Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf Familie Mensch. Mein Name ist Arthur, unser Gast heute Sven. Ihr seht, Mobbing ist Scheiße, Scheiße. Folge 2. Und ja, vielen Dank, dass so viele Leute bei Folge 1 eingeschaltet haben. Und ja, heute gibt es Sven als Gast und wieder einen Zuschauer. Und seid gespannt und viel Spaß mit dem Intro. Der wird dich so zusammenknuddeln, damit du aussiehst wie ein Teletubby, du rosa Hirtensohn. Mobbing ist scheiße, da geht es um euch, da geht es um uns, da geht es um Mobbing. Wir möchten nämlich ganz viel über Mobbing reden, damit ihr euch ein Beispiel nehmen könnt, wie ihr aus dem Mobbing rauskommen könnt und welche Wege es dabei gibt. Und Herzl, heute bist du hier bei mir zu Gast. Ja. Und ja, ich würde erst mal sagen, erzähl du doch mal, wie du so Mobbing findest und vielleicht mal auch so eine persönliche Mobbing-Geschichte, was du schon mal bei dir in deinem Leben erlebt hast. Also, ich bin zu meiner neuen Schule gewechselt, wo ich jetzt auch drauf bin. Da meinten viele, sie müssten mich mobben. Und da unsere Schule fortschrittlich ist, sage ich mal, Okay. weil das stand auch in der Zeitung, die muss renoviert werden. Okay. Ironisch. Da haben mich Otto und Gustav geärgert. Wir haben die Namen natürlich ein bisschen verändert, ne? Ja. Otto und Gustav, die bösen Bengels. Ja. Ich bin zu dem Lehrer gegangen, der uns immer hilft, Okay. und habe denen das dann erzählt. Und die kamen dann erst in den Kernunterricht wieder. Das heißt, die haben dich aber nicht nur einmal geärgert, die haben dich öfter geärgert. Ja. Öfter. Was haben die dann so gesagt? Du fette Sau, geh aus der Schule weg, verpiss dich und alles drum und dran. Das fand ich so scheiße. Niemand vermisst dicke Kinder! Verstehst du das? Du kannst jetzt da hochklettern, auf ein Haus und runterspringen. Dich vermisst keiner, weil du dick bist. Scheiße. Hast du das zu Hause erzählt, jemand? Oder hast du das in dich hineingegessen? Erst habe Und ich in mir reingegessen und dann habe ich es zu Hause erzählt. okay. Wir gingen dann alle zusammen zur Schule. Mit Mama. Ja, und Ja, ist richtig. da wurde darum gekümmert. Und hätten die es nochmal gemacht, die sind noch auf der Schule, wären sie von der Schule geflogen. So, das ist doch mal was, Leute. Habt ihr gehört? Traut euch, euren Mund aufzumachen. Traut euch, euren Mund aufzumachen. Wie Sven, sagt es euren Eltern, geht zum Schulleiter und dann bekommen die Mobber richtig Ärger. Du bist ja noch keine 14 oder doch? Doch, bin ich letzte Woche Freitag geworden. Genau, Sven hat den Geburtstag. So, denn ab jetzt bist du 14, ab jetzt ist Sven strafmündig. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen Bockmist machst, musst du dich für diesen Bockmist auch verantworten. Ja. Sven ist ein total lieber Kerl. Er ist ja schon so lange bei Familie Mensch. Aber wenn einer mobbt zum Beispiel, der auch 14 ist oder älter, wie in der letzten Folge schon gesagt, ist diese Person strafmündig. Und Mobbing ist strafbar. Sogar, man kann sogar wegen Mobbing ins Gefängnis kommen. Und deswegen, wenn gar nichts hilft, Anzeige und dann bekommen die auch ihre gerechte Strafe. Bis Gefängnisstrafe gibt es dafür, echt. Man kann da jahrelang ins Gefängnis kommen, weil Mobbing ist echt heftig. Das zerstört ja den Menschen komplett, auch die Psyche. Und das ist total gefährlich, vor allem für Jugendliche und Kinder. Mobbing ist scheiße. Lass uns nochmal weiter über das Mobbing reden. Ihr habt euch dann zusammengesetzt, hast du gesagt. Ja. Ihr, du, Mama, Lehrer oder wie war das genau? Erzähl das mal. Also, Für die Leute, die sich das auch noch nicht trauen, aber das auch machen wollen. Wie ist das bei dir gelaufen? erst habe ich mich nicht so getraut. Ich habe die ganze Zeit meistens geweint zu Hause. Dich vermisst keiner. Jetzt siehst doch endlich ein. Du kannst auf jedes Haus hier wie klettern und runterspringen, einen Körper machen, einen Rückwärtssalto, aber dich vermisst keiner, weil du dick bist. Und keiner vermisst dicke Kinder. Und einmal kam meine Mutter halt zu mir und hat gesagt, was los ist. Ich wollte es immer abstreiten, dass nichts los ist. Aber hinterher war ich so kaputt, da habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Dann ging sie am nächsten Tag mit mir in die Schule. Wir sind zur Direktorin gegangen oder beziehungsweise Vertrauenslehrer. Und Genau. da haben wir das dann geklärt. Dann hatten wir alle zusammen, wie heißt das jetzt? So ein Gespräch, ne? Ja, so ein Gespräch zusammen mit auch den anderen Eltern.
Okay. Und dann hat sich das herausgestellt so, die sind jetzt sogar 15. Aha, okay. Die, wenn die noch... Die waren älter, ne? Viel älter als du. Wenn die jetzt noch einmal ärgern, dann fliegen sie von der Schule. Und wenn sie mich jetzt noch einmal ärgern, mache ich eine Anzeige. Perfekt. Genau so muss das sein. Und weißt du was? Falls es echt passiert, dann musst du das auch durchziehen. Mache ich auch. Weil solche Leute werden es anders nicht lernen. Die werden es anders nicht lernen. Ne? Weil die, du warst ja bestimmt auch nicht der Einzige, den die geärgert haben, ne? Ne. Ja, und das ist ja total gemein, finde ich. Ja, und jetzt, das war am Freitag. Ja. Da hatte Markus, Markus hatte dann, hat mir versucht, mein Brötchen zu klauen oder er auch mein Portemonnaie. Nach dem Gespräch aber. Nein, das war ein anderer. Ah, okay, ein anderer Typ. Der okay. ist schon die ganze Zeit im Kernunterricht, macht nur Mist und der okay. ist auch schon ein bisschen stabiler. Okay. Und der beleidigt mich auch und da sage ich, hör mal auf. Und, ja, einfach mal den Mund aufmachen, der, ne? Der wollte mir halt meine Sachen wegnehmen. Da habe ich die Sachen gezogen und bin zu meiner Mutter und wir sind zusammen zur Polizei gegangen. Ja, und habt ihr den angezeigt? Ja. Zwar hat das nichts genützt, weil er 12 war, aber... Okay. Ja, ab 40 ist man strafmündig, aber... Das sieht es ausgegangen. Akku leer, Müllermilch, ja. Wir werden es gleich einen neuen Akku rein tun, ne? Ja. Ja, das ist echt heftig, heftig, Sven. Aber ich meine, ihr habt es versucht, ne? Hätte ja. Aber trotzdem kann man dann trotzdem mit dem Lehrer reden, dass der Lehrer die anderen Eltern ruft und dann... Ich der Schüler auch Ärger, da Markus, das jetzt ne? jetzt am Freitag war, werde ich morgen zur Direktorin oder zum Vertrauenslehrer gehen und das da auch nochmal. Genau, alles immer erzählen. Das hat auch gar nichts, Leute, es hat auch gar nichts mit Petzen zu tun. Ne? Sondern mit eigenem Wohl. Genau, Petzen ist was ganz anderes. Wenn ihr gemobbt werdet und ihr das, dann müsst ihr das sagen. Weil es geht echt um euer Wohl, wie du es gesagt hast, ne? Ja. Weil es wird euch mitnehmen. Ne? Und Mobbing muss aufhören, Leute. Ne? Petzen ist was ganz anderes. Hast du ein Beispiel für Petzen? Petzen ist, keine Ahnung, wenn einer die Hausaufgaben abschreibt, der Lehrer kommt da und die petzt, ey, der eine Typ hat die Hausaufgaben abgeschrieben. Ja. Das ist Petzen. Und solche Leute mag auch gar keiner. Keiner mag Petzen. Aber wenn ihr gemobbt werdet, dann ist das kein Petzen. Dann aber Hacke. Sofort Bescheid sagen, Lehrer, Vertrauenslehrer, Eltern, Schuldirektor, Polizei. Wenn ihr Anzeige. So alt seid. Genau. Oder die anderen. Sofort. Weil ne, die Leute, die sowas tun, die sowas Gemeines tun, die haben echt eine Strafe verdient. Ja. Ne? Die müssen das lernen. So geht es nicht weiter. Ne? Weil du hast ja gesagt, du hast geweint. Ne? Und ich kenne das auch. Ich habe auch geheult, als ich klein war, als ich gemobbt wurde. Ich hatte auch eine Zeit und ich wollte nicht in die Schule gehen. So schlimm war das. Ja, ich hatte sogar schon mal die Gedanken, dass ich von der Brücke springe. Ja, das ist schlimm, ey. Ja, aber... Das ist schlimm, ey. Damit das nicht so weit kommt... Musst du genau, wie du es jetzt machst, genau immer, auch in Zukunft immer weitermachen, ne? Ja, und auf meiner Polizei. Ersten Grundschule war das auch so. Ja. Da hatte ich immer blaue Flecken, weil die mich immer geschlagen haben. Und deswegen habe ich nicht nur die Schule gewechselt, sondern auch die Stadt. Ach was. Da bin ich nach Dortmund gezogen. Und jetzt bin ich halt hier in Hamm, weil ich da meine Grundschule fertig habe. Ja. Mobbing ist echt schrecklich, Leute. Lasst es sein. Ihr kommt auch nicht weit. Ne? Das ist alles schlechtes Karma. Es kommt irgendwann auf euch zurück. Irgendwann kommt es auf euch zurück. Vor allem, wenn ihr dann etwas älter seid, dann gibt es richtig Ärger. Dann gibt es richtig Ärger. Ne? Ja. Sven, vielen Dank, dass du mein Gast noch heute warst. Du wirst ja noch weiter hier bleiben. Wir werden ja gleich noch einen Zuschauer, einen von euch, werden wir anrufen und dann eure Mobbing-Geschichte anhören. Und ja, schaut euch die Filme von Sven an. Sven ist ja ein super toller Schauspieler. Von uns, von Familie Mensch und hat auch einen super vielen Mobbingfilm mitgemacht, ne? Und ich freue mich, dass du da warst, Sven. Du bist echt ein Koller, du bist echt ein cooler Typ. Und ich bin echt froh, dass wir dich bei uns haben. Sven wird super toll gemocht von Familie Mensch und wir brauchen dich. Hast du überhaupt die Outtakes von dem einen Video mit Du Hirtensohn gemacht? Nee, gibt gar keine Aussicht. Doch, gibt es, oder? Ja, mit dem Double Dead. Ach, dann mache ich noch. Doch, der ist dünner. Ja? Der ist am Ende. Der ist in dem Vlog, oder? Double Dead. Der ist im Film dünner. Das ist das Ende des Films. Ganz hinten. Also ich verlinke euch mal das Video, was er meint. Schaut euch das an. Das ist eine Parodie
von einem guten Mobbingfilm von dir, wo Sven auf Kommando geweint hat. Viele Menschen! Genau, gegen Mobbing. Woo! Double Dab. Oder auch nicht. Gönnt ihr halt. So Leute, und es geht weiter. Und jetzt rufen wir einen Zuschauer an, und zwar ist das der Jonas aus Zwickau. Und Jonas, am besten stellst du dich mal selber vor. Ja, hallo, ich bin der Jonas, bin 13 Jahre alt. Und ja, ich habe gemobbt jemanden. Das ist meine Geschichte. Genau. Du warst selber Mobber und du erzählst es aus deiner Sicht. Ja. Wir sind gespannt. Also, wir hatten einen in der Klasse, der war etwas kräftiger als die anderen. Okay. Und wir haben ihn einfach immer mit Fett beleidigt und getreten, geschubst. Also war nicht alleine, haben noch ein paar Freunde mitgemacht. Okay. Und dann habe ich mir mal so aus Spaß so ein Video, also auf YouTube Mobben eingegeben. Als erstes Video kam, also euer Kanal. Bin ich draufgegangen, habe mir ein paar Videos angeguckt und habe mir so gedacht, warum mobbe ich den eigentlich? Eigentlich ist es doch vollkommen scheiße. Ja. Was ist, wenn ich gemobbt wäre? Genau. Das würde mir dann auch nicht gefallen. Ja. Deswegen habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt, auch abonniert, auch geliked. Danke. Und habe auch eingesehen, Mobben ist scheiße und dass einfach keinen Sinn ergibt zu mobben. Egal ob jemand dick ist, dumm, nicht viel im Gehirn hat. Jeder ist ein Mensch, jeder muss gleich behandelt werden, egal was er hat. Da hast du recht. Das stimmt. Wie hat das denn angefangen? Oder gehen wir mal näher auf die Geschichte ein. Das war einer aus, also du musst jetzt keine Namen nennen natürlich. Kannst du auch Fantasienamen ausdenken. Wieso? Also ich habe jetzt drei Jahre gemobbt, also von der ersten bis zur dritten. Krass. Und ja, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und zwar also auf dem Schulhof, da habe ich immer mit Freunden, also ein paar Freunde von mir, sind zu mir gekommen, da haben wir uns schon überlegt, ja, wie treten wir denn am besten? Irgendwie im Bauch oder so? Dann haben wir darüber die Witze gemacht, den Bauch treten, wird doch eh nicht wehtun, der hat doch überall Schwabbel. Von daher, was soll man da schon sagen? Okay. Oder einmal hat sogar ein Freund einen Schuh nach dem geworfen, den Schuh hat er ins Auge bekommen. Krass, ja. Hat nicht geblutet, er hat nur geweint, lag auf dem Boden und die Lehrer kamen, da haben wir Ärger bekommen. Mhm. Ja, also ich habe da in den drei Jahren vielleicht 10 Einträge. Das ist jetzt nicht viel, die Lehrer haben noch nicht so viel gemacht, dann wurde gesagt, ja, jetzt hört endlich mal auf, den zu mobben. Er kann auch nicht dafür, dass es so ist, so etwas kräftig ist. Mhm. Und also im zweiten Jahr, also in der zweiten Klasse, ja, da war es dann so, da habe ich dann auch ein richtiges Handy bekommen und so. Okay. Ein Touch-Handy hier so. Ich kannte mich ja nicht so gut aus, hab dann ein bisschen YouTube geguckt, mehr nicht, keine Spiele gespielt oder so. Ja. Und irgendwann bin ich dann halt auf den Kanal Familie Mensch gestoßen und dachte mir erstmal nicht dabei, die heißen Familie Mensch. Ja, was werden die wohl für Videos bringen mit einer Familie halt? Da habe ich geguckt, dann das waren dann so Mobbing-Videos. Und dann habe ich mir 3-4 als erstes angeguckt, habe überlegt, Mobben, ja, ist doch nicht so gut. Aber ich habe einfach weitergemacht. Ich habe erstmal nicht drauf gehört. Mobbing, ja, okay, ist schlimm und so. Ich gar nicht drauf gehört. Mhm. Welche Videos? Irgendwann hat die Lehrerin dann meine Eltern Bescheid gesagt, dass ich jemanden mobbe. Und ich habe von meinen Eltern dann sehr schlimm Hausarrest zu bekommen. Okay. Ich durfte zwar noch ein bisschen Handy spielen. Ja. Da sind wieder diese Videos angeguckt von Familie Mensch und euch. Und hab halt jetzt nachgedacht, okay, ja, eigentlich sollte ich mich entschuldigen. Ja, klar. Hab ich aber wieder nicht. Ich hab wieder ein Jahr lang gemobbt. In der vierten dann hab ich mich endlich entschuldigt. Ja. Bin jetzt sogar mit denen richtig gut befreundet. Also, wir sind schon 3 Jahre gute Freunde und so. Und da habe ich auch dann aufgehört. Okay. Dann habe ich mal ein Jahr lang, ist mein Handy kaputt gegangen, hatte ich kein Handy. Nach dem einen Jahr habe ich ein neues bekommen.
gekommen und habe wieder die Videos gesehen, schon wieder neue Videos. Und da habe ich eingesehen, Mobben ist scheiße, das ist einfach dumm und macht keinen Sinn. Eben. Ich habe auch schon Freunden von mir die Videos von euch gezeigt, die haben auch gesagt, ja, Mobben ist nicht cool, ist dumm. Ja. Was möchtest du denn? Die Geschichte. Mhm. Was möchtest du denn anderen Mobbern auf den Weg geben? Wieso sollten die aufhören zu mobben? Und wieso ist Mobbing scheiße? Was ist deine. Du, also aus deiner Sicht, du warst ja auch mal Mobber. Oder sagen wir mal anders so. Ja. Wie sehr bereust du das, dass du es gemacht hast? Ich bereue es deswegen, weil ich die ganze Zeit immer nur Ärger krieg. Ärger. Und eigentlich macht es keinen Spaß, jemanden zu treten, weil, ja, wenn man selber getreten wird, ich hatte auch, ja, ich muss auch wirklich zugeben, ich hatte auch ein halbes Jahr, wurde ich auch schon gemobbt, selber, da habe ich es auch nochmal eingesehen, dass Mobben einfach scheiße ist, dass es keinen Sinn ergibt, jemanden zu ärgern, nur weil er andere. Oh. Es gibt ja behinderte Leute, nicht die klügeren Leute, wie die Hauptschulisten, ja auch nicht alle die klügsten. Und die sollten aber trotzdem akzeptieren, so wie sie sind, nicht anders. Einfach, ja, ja so wie sie sind, wie sie da sind, wie sie sind, einfach akzeptieren. No. Das ist auch wie mit den Ausländern. Die sind eigentlich auch nur Menschen wie wir. Natürlich. Sind alle gleich. Ich würde also mal die dann ärgern und sagen, pff, die Scheiße, das ergibt alles gar keinen Sinn, weil eben. Du könntest auch ein Ausländer sein. Sind sie ja auch für die eigentlich. Genau. Ich könnte mich genauso ärgern. Da hast du recht, die bist auch noch. Deswegen habe ich eingesehen, einfach nie wieder machen. Mobben, das ist scheiße. Und ja, mag man einfach nicht als Mensch gemobbt zu werden. Genau, winkt einem persönlich nicht weiter, kriegt man nur Ärger, hast du genau richtig erkannt. Und vor allem, man fühlt sehr, sehr viel Leid diesen Menschen zu dieser Person. Die haben sehr viel Kummer, das ist auch doppelt so scheiße. Ja, genau. Und vor allem, ne, wenn du dann älter bist, dann wird die Strafe auch immer größer und deswegen am besten komplett sein lassen und falls jemand gemobbt wird, wenn man das sieht, einfach mal mit einmischen, auch mal was sagen, ne, nicht nur zugucken, weil wenn man sich nicht einmischt, ja, macht man sich auch ein bisschen schuldig, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja jetzt auch in der neuen Schule. Okay. Und da wird auch gerade einer gemobbt. Ja. Also nur von einer. Und die ganze Klasse hält zusammen, sagt, jetzt hört auf, Schluss, lasst ihn in Ruhe. Okay. Da hat auch am Donnerstag, letzte Woche, Kraftschirm ins Bein getreten, der gemobbt wurde, und der ist mit dem Kopf auf den Tisch gefallen. Krass. Der hat einen Verweis bekommen, der ihn geschlagen hat. Ja, das ist auch richtig so, finde ich. Fand ich auch nicht so cool. Ne, sowas geht gar nicht. Gewalt, Mobbing, Gewalt, das ist alles richtig schlecht. Ja, Nils. Jonas, Jonas, ne? Ich finde das toll, dass du Zeit hattest, dass wir mit dir ein bisschen quatschen konnten. Und ich finde das auch total, ich finde das total gut, dass du dich andersrum entschieden hast, dass du jetzt keine Mobber mehr bist, sondern eher im Gegenteil, gegen Mobbing bist. Das ist gut. Ja. Echt, das macht mich total stolz. Das macht mich auch ein bisschen stolz. Wenn es echt an unseren Videos lag, macht mich das doppelt stolz. Weil wir sind natürlich froh, deswegen machen wir diese Videos auch. Wir machen diese Videos, damit wir zeigen wollen, wie schlecht, wie scheiße Mobbing ist. Wenn Mobbing ist scheiße. Ciao, mach's gut, Jonas. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. So, das war jetzt der Jonas. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Also, wenn ihr gemobbt werdet, geht zu euren Lehrern und was weiß ich nicht, was ihr da alles habt. Geht zu euren Freunden. Redet mit denen, weil das macht euch nur innerlich fertig. Und an die Mobber, lasst es doch einfach sein. Das ist so scheiße. Mobbing ist scheiße. Das war Mobbing ist scheiße, Teil 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel gelernt. Wir haben super tolle Gespräche geführt mit dir, mit Jonas. Und vielen Dank nochmal an euch beide. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, schreibt uns in die Kommentare, was ihr persönlich am meisten aus dem Video ziehen konntet. Und wenn ihr uns unterstützen wollt bei unserer Mission gegen Mobbing, gegen das Schlechte auf der Welt, dann könnt ihr uns gerne mit Kommis
unterstützen. Das motiviert uns super viel, super toll. Wir lesen die echt super gerne und natürlich auch ein Like da lassen und unsere Videos teilen. Und falls ihr auch mal eure Geschichte erzählen wollt, wie ihr aus dem Mobbing rausgekommen seid, um anderen Menschen zu helfen, dann schickt uns eure Nummer unter Facebook oder Instagram. Die Links sind unten. Und vielleicht rufen wir euch, Facebook und Instagram, und vielleicht rufen wir euch dann das nächste Mal an und ja, hören eure Mobbing-Geschichte. Und jeder YouTuber hat sogar seine eigene Seite. Zum Beispiel ich, Sven Familie Mensch. Genau, alles unten in den Links. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bye bye, bis zur dritten Folge. Mobbing ist scheiße. Ciao. Mobbing ist scheiße. Double Dip. Ich war schon wieder verpasst.